Freunde des Handballsports. Wir warten noch. Das ist ja wichtig, sonst dreht mir hier noch einer vom Tisch. Wollen wir nicht. Das ist schön, vom Präsidenten persönlich bedient zu werden. Wir danken dir. Wir arbeiten am Schürzchen für ihn. Schneiden wir raus. Alles fest hier hin. Ach so. So, auf geht's. Also ich muss hier jetzt nochmal nachgucken. Also das war schon etwas, sag mal so wie es ist. Ich drücke mich vorsichtig aus. Wir hatten vor Spielbeginn einen Schützenverein, der den HV Rot-Weiß als Preisträger des zweiten Platzes ausgezeichnet und beim Richtchen Sportschießen. Ich hatte nach zwei Minuten schon fast das Gefühl, ups, geht das hier so weiter? Unabhängig davon, 40-33, das dürfte wohl in der Saison so ziemlich mit ganz oben angesiedelt sein, von den erzielten Toren, gewinnt der HV Rot-Weiß gegen SV Oebig. An meiner Seite Thomas Meine, die anderen beiden kennt ihr sicherlich, wollen nicht vorstellen. Thomas, du hast im Vorfeld schon mal geäußert, wir sind hier Titelfavorit. War arg hochgestapelt oder hat sich da die Presse falsch verstanden? Ja, guten Abend erstmal und Glückwunsch an meinen Staatsbund. Das war eigentlich nicht meine Aussage. Ich hatte anfänglich der Presse mitgeteilt, dass wir hier klare Außenseiter sind. Anscheinend haben wir das nicht richtig verstanden oder nicht richtig umgesetzt. Nichtsdestotrotz nochmal zum Spiel. Wir haben uns hier ganz anderen Start gewünscht, dadurch, dass Straßburg in 4-0 in Führung gegangen ist, musste ich mir was einfallen lassen. Das war dementsprechend offensiver Deckungsvariante mit einer 4-2. Das ist uns, denke ich mal, auch bis erster Halbzeit ganz gut gelungen. Wir waren 10-8, glaube ich, weg, statt von gleich 1000. Geht dann langsam in Führung, Kaiserstadt war, glaube ich, 1917. Das war auch alles im Rahmen. Zweite Halbzeit war es so, dass wir uns eigentlich genauso offensiv präsentieren wollten. Das ist, denke ich mal, nach hinten losgegangen, haben sich ganz gut drauf oder sehr gut drauf eingestellt, zweite Halbzeit. Und zwar nachher, oder mir waren natürlich auch ein bisschen die Hände gebunden, dadurch, dass ich keinen so starken Rückraum habe, sage ich jetzt mal, musste ich ein bisschen umdenken, umdisponieren. Das phasenweise nicht drauf gegangen. Unsere Chancenverwertung darf ich nicht vergessen, unsere technischen Fehler darf ich nicht vergessen, aber ich denke mal, im Großen und Ganzen ist ja Stadtsport auch verdient, diese Gelegenheit. Ja, danke. Ja, danke für die Chancenverwertung. Da hatte ich gerade die Statistik mal draußen. 7 Meter war euch natürlich grottenschlecht. Entweder grottenschlecht geworfen oder Patrick Tuchen extrem gut bei 7 Meter. Beides. Ja, das verfolgt uns schon das, die ganzen 4 oder 5 Spiele, dass wir allen für sich von den einfachsten Tag vom 7-Meter-Punkt uns die Nerven nicht begleiten, sondern wir verlieren die Nerven. Ich kann da hinstellen, wenn ich will. Wir haben keinen sicheren 7-Meter-Schützen, obwohl ich das fast in jeder Trainingseinheit nochmal nach Trainingsabschluss trainiere, übe. Aber so wenig so einfach fruchten. Das sind natürlich, wenn man die 4, glaube ich, haben wir vom Morgen noch mal dazu zieht, sieht es vielleicht das Resultat nicht ganz so schlimm aus. Aber auch die technischen Fehler, die sind einfach mit der Liga zu krass, zu viel, darf nicht passieren sozusagen. Gut, noch, ich mach noch kurz. Ihr hattet im Prinzip ein sehr schweres Anfangsprogramm, ähnlich wie wir. Ja, Dresden zu Hause mit 2 Toren nur verloren. Hochachtung, aber wir haben in Dresden gewaltig den Hintern bekommen. Dann in Köthen, also ihr habt die schweren im Prinzip schon fast hinter euch. Eure Zielstellung bleibt aber nach wie vor gesundes Mittelfeld. Oder wollt ihr, wie in den letzten Jahren, beste Sachsen-Anhalt-Mannschaft werden? Das Ziel ist eigentlich nicht einstellig. Das ist uns letztes Jahr gelungen. Das wollen wir dieses Jahr auch wieder erreichen. Und mehr können wir uns eigentlich auch nicht vornehmen. Wir haben auch eine relativ große Verletzungsreihe. Und das sind alles Langzeitverletzte mit 2 Kreuzbandrissen, einem Muskelfaser, der 6 bis 8 Wochen noch dauert. Und wir müssen versuchen, so gut wie möglich uns zu verkaufen. Hoffen natürlich auf die zweite Hinserie, dass wir doch das eine oder andere Spiel noch gewinnen. Ja,
Ja gut, wäre jetzt dumm, wenn ich sagen würde, ich hätte die Gelegenheit am 18.02., dann kommen wir nämlich nach Öbisfeld, aber muss ja nicht sein. Ja, wir hatten immer viel Spaß in Öbisfeld, das soll auch so bleiben. Olaf, 40 zu 33, das ging ab wie das Hornburger Schießen, oder wie man es auch immer nennen mag. Wo war jetzt eigentlich 33 Tore zu Hause kassieren? Wir wollen jetzt ein Spiel nicht schlecht reden, wir haben immer nur 40 geworfen, aber 33 zu Hause kassieren, wie kam es? Also ich stimme erstmal meinem Vorredner bei, dass das ein Fehlerfestival heute war. Das treibt die Trainer in den Wahnsinn. Die Zuschauer, die freuen sich, weil sie viele Tore sehen, aber wir draußen bekommen hier einen Nervenzusammenbruch. Ich habe in der ersten Hälfte, haben wir 8-mal den Ball weggeworfen und ich glaube in der zweiten Hälfte war das bei euch der Fall. Und daraus entstehen natürlich dann so ganz einfache Tore wie Konter, wenn sie denn verwandelt haben. Das ist noch die andere Geschichte. Da ist ja noch ein Tor drin. Also ich glaube, dass das Ganze gelebt hat heute von diesen Fehlern. So im Deckungsverhalten haben wir nachher auch gegenseitig, das hat man gesehen, wenn man im Positionsangriff war, haben wir dann auch hier die Bälle abgenommen. Genauso wie Öbisfeld uns dann teilweise auch den Griff gehabt hat, insbesondere in der ersten Hälfte. Ich denke mal, wir müssen beide daran arbeiten, wir auch, dass wir diese Fehlerquote verringern. Ich freue mich, dass wir 40 Tore werfen und die 33, das ist richtig. Ja, das gibt dann schon Anlass zum Überleben, wie man darauf reagiert. Insbesondere eben halt gar nicht die Deckungsarbeit, aber eben die Verbesserung der Passgenauigkeit. Da werden dann Bälle teilweise dem Gegner zugespielt. Also da müssen wir mehr am Kopf oben lassen. In zweiter Hälfte haben wir das gemacht. Da sah das besser aus, aber in der ersten Hälfte haben wir uns dann überraschen lassen. Das war eine gute Variante. Da hätte ich es auch gemacht, ohne Zweifel. Und da haben wir unsere Probleme gehabt. Also dieses gegenseitige Schulterklopfen, das ist ja eigentlich irgendwann kutsch, ich kann ja mal raus. Alle sind zufrieden, alle ist glücklich. Ja, dann wollen wir also ein Torfestival. Wir hatten auch als Zuschauer sicherlich unseren Spaß mit Höhen und Tiefen und über alles andere brauchen wir nicht reden. Die Regel gibt zwar nicht, dass wir 48 Stunden nicht da haben dürfen, aber wir lassen es trotzdem. Christoph. Komm ruhig an meine Seite. Du kannst gerne noch ein Bierchen trinken. Ja, selbstverständlich, dass du ein Bierchen trinkst. Doch mal die Schulter, ich glaube. Ja, das ist richtig schön gesagt. Ja. Dein Vater hat das damals nie gemacht. Er hat ja die alten Stassower kennen ja dein Vater. Der hat ja hier gleich am Anfang unserer Regionalliga-Zeiten hier mit unserem Präsidenten gemeinsam die Fahne hochgehalten. Jetzt bist du da. Mann, bist du groß geworden, würde ich sagen. Oder dein Vater war damals schon so alt. Naja, wir wollen es jetzt nicht schildern. 10 Tore habe ich in meiner Statistik, aber ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, ich habe dich einmal verwechselt mit Roman. Also hast du 11. Ja. Ich habe schon dann gleich gesagt, ihr kriegt demnächst alle einen Eimer, Eimer Farbe auf den Kopf, weil von oben ist das so schwer teilweise zu sehen mit Roman. Alle weiß es auch blöd, ja, ist richtig, ja. Christoph, sag mal, wie ist es eigentlich in einem Verein zu spielen, in dem dein Vater hier schon seine Fußstapfen hinterlassen hat und du eigentlich als Torschützenkönig, als Goalgetter hierher gekommen bist? Dein Vater haut dir jedes Mal noch was so Tipps mit auf den Weg? Naja, hallo erstmal. Und naja, mein Vater gibt mir schon was Tipps. Ich muss mal sagen, beim allerersten Spiel hier war mein Vater mal nicht da. Da kam gleich die Hälfte der Stassfurter Fans, fragten, wo ist denn dein Vater, wo ist denn dein Vater? Wir haben mit deinem Vater zusammengespielt, wir sind der und der. Ich musste ungefähr 20 Grüße bestellen nach dem ersten Spiel an meinen Vater. Habe ich natürlich auch getan. Und ja, man merkt das halt, dass viele sich noch daran erinnern, dass mein Vater mal gespielt hat. Aber ich denke mal, so Vorschuss Lorbeeren gibt es ja deswegen nicht. Also ich gebe immer mein Bestes hier in Stassfurt. Ob das, man sich dann an meinen Vater erinnert oder nicht, sage ich mal, ist schön. Aber ich spiele jetzt halt hier nicht mein Vater, sage ich mal so. Und ja. Ja gut. Also ja, ich kann mal reden. Ich glaube, du bist jetzt die erste Saison da. Wir fangen einfach mit den Grundlagen an. Verliebt, verlobt, verheiratet. Was machst du sonst beruflich? Vielleicht interessiert. Es steht ja nicht immer alles im Programm. Ja, ich bin verliebt sozusagen. Mit meiner Freundin zusammen. Mit einer Freundin. Ja, ich studiere noch in Magdeburg Ingenieurinformatik. Dauert auch noch so 1,5-2 Jahre, also ist noch ein bisschen Zeit. Fahr immer nach Stassfurt schön
mit Olaf zusammen. Ja, das war's. Ja gut, also Mädels nicht mehr zu haben. Sowieso mit Roman zu verwechseln, der hat mittlerweile ein Kind. Hast du eins? Nee, das noch nicht. Gut. Wäre auch ein bisschen viel, wenn man das jetzt übertreibt. Ich meine, Roman hat mal sein Kind erwartet. Habe ich, also jetzt hier mit Bierchen und was auch immer. Auf diesem Weg wollen wir Ihnen natürlich auch alles Gute wünschen. Ist er gleich nach Hause oder trinkt er doch mit der Mannschaft noch sein Bier? Ja. Ich denke mal, der ist noch oben, der kommt noch. Ja, der Junge ist froh, dass er mal Schlaf kriegt. Dann bleibt hier in der Kabine. Alle, die hier Eltern sind, wissen das. Du hast so massiv Luft, wolltest du noch was sagen? Nein. So, gibt's von euch Fragen? Ja, wollte ich mal sagen. Dann. Ja. Der rennt außen. Warum hat man den nicht mal eine Pause gegönnt? Der ist eh im Rücklaufen sehr langsam, einer von den langsamsten, der da ist. Und auch so habe ich manchmal das Gefühl, ist er nicht voll beim Spiel. Ist richtig, ich könnte nicht darauf antworten, aber ich überlasse es mal dem Trainer. Da gibt es, glaube ich, zwei ganz einfache Gründe. Also, der erste Grund ist, dass der Alcaraz heute nicht da war. Der ist ja beruflich unterwegs das ganze Wochenende. Das zweite ist, warum er so langsam war, er hat sich am Donnerstag noch eine Leistungszerrung zugezogen und ich bin froh, dass er nicht überhaupt spielen konnte. Und das dritte ist, dass Roman heute Nacht eigentlich seine erste Nacht erlebt hat, wo er überhaupt nicht geschlafen hat. Und da muss man wahrscheinlich auch mal Verständnis haben. Also ich sag's mal so, wir haben Typen in der Mannschaft, was manchmal so unterschiedlich wirkt nach außen. Das sind sehr emotionsvolle Typen, wie der Sebastian Retting oder auch der Nils Hähnel, was manchmal ein Stückchen zu viel ist. Und der Enrico Sonntag ist ein Typ, der eigentlich sehr ruhig und auf dem Spielfeld zurückhaltend ist, was manchmal zu wenig ist. Also da muss man versuchen, die Mischung zu finden, aber der einzige Grund lag wirklich darin, dass wir ihn heute nur mit zwei Linkshändern agieren konnten und das war letzten Endes Nils Hähnel und Enrico Sonntag. Ja, aber vielleicht aber noch eine kleine Antwort, die ich glaube alles beantwortet. Nennt man seinen Spitznamen von Enrico. Junior. Ja. Also wenn Enrico schon Junior heißt, wisst ihr Bescheid. Gut, sonst noch Fragen? Nicht. Ganz, ganz wichtig, ihr habt zehntorig, wir müssen nächste Woche Freitag abends um 8 dahin. Wir könnten mit den Schiedsrichtern mitfahren. Okay. Weiß ich nicht, ob die so lange hier bleiben möchten. Also, nächste Woche Freitag 20 Uhr in der Heinz-Rücker-Sporthalle in Köthen, den Staatsworter Handballfans sicherlich bekannt. Ich denke mal, ohne lange drum rumzureden, wir füllen da locker einen Block. Ja. Das ist eine andere Sache, das ist verjährt. Also, wie gesagt, 20 Uhr ganz wichtig. Ja, dass wir dort in Köln geschlossen auftreten. Köln weiß nicht, wie sie heute spielen, die sind ja noch am Spielen. Aber sicherlich werden die sich feiern als Tabellenerster und wir setzen alles daran, das zu ändern. Ihnen und euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns. Tschüss.